Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together 7 Days to Die, meine lieben Sirikomori, die gerade nicht bei mir ist. Hallo. Wir sind gerade getrennt voneinander, aber nicht weit getrennt. Ich bin nur eigentlich ein Haus weiter. Ja, und bei mir hier steigt die Hitze in der Bude immer weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch lange aufnehmen kann, bevor ich irgendwie, keine Ahnung, mich in die Eistruhe legen muss. Ja, zur Not machen wir nur noch die Folge und dann ist Feierabend. Das wird immer schlimmer hier gerade. Ich war gerade im Badezimmer und da war im Badezimmer war kühler als hier drinnen. Ich glaube, ich muss die Fenster aufreißen, auch wenn die Sonne reinknallt. Weil ich glaube, der Grund, warum hier bei mir im Wohnzimmer so eine extreme Hitze ist, ist einfach dieser scheiß PC. Der, wo hier eine unfassbare Hitze verbreitet einfach. Und ich sitze da ja direkt neben dran. Ja. Fertigkeitspunkt, yay. Da machen wir. Ach toll, Arzt kann ich erst lernen ab Level 3. Schön. Scheiße. Du hast in jedem Let's Play, egal in welchem. Scheiße, 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 scheiße. Entschuldigung. Du fluchst da rum wie so ein Rohrspatz. Immer scheiße, scheiße, scheiße. Ich werde nicht mehr fluchen. Das hast du schon oft gesagt. Verflucht nochmal, du sollst dich fluchen. Ja, ja. Heißt so schön, ne? Jupp. Wenn es aber auch gerade kacke ist, kann ich auch nichts dafür. Ich habe auch nicht behauptet, dass es anders ist. Verdammter himmlischer Dreck, wär's besser? Zäune machen? Stacheldrahtzaun. Ah. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Maschendrahtzaun in the morning. Genau. Ah, Holzgitterstäbe. Nägel. Halte durch! Vorschlagkammer. Boah, es sieht nicht perfekt aus, aber besser als nichts. Jetzt versuche ich mal, wie die aussehen. Ah, okay. Das ist mit mittig gemeint. Aber ich habe Klebeband. Ja, super. Ist auch schon mal irgendwas. So, unsere Veranda hat wieder einen schönen Zaun. Verdammt. Ja, das ist gut. Siehst du, jetzt kommt verdammt. Jetzt kommt kein Scheiße mehr, jetzt kommt verdammt. Ja, irgendwas muss doch kommen, oder? So viel zum Thema, ich fluch nicht mehr. Hast du aber nicht lange durchgehalten. War aber nie, war ja nicht scheiße, es war verdammt. Aber hast du aber trotzdem nicht lange durchgehalten. Nö, ich halte nie lange durch. Ja, ich merk's. Ich merk schon. Es wäre doch langweilig, wenn ich nicht mindestens nur einmal 1 bis 20.000 Mal in der Folge fluchen würde. Ja, kann man so gelten lassen. Ich wollte dich nicht rausschmeißen, ich wollte... Mensch! So. Die Dosen kann ich noch. Kann ich nicht zerlegen. Ach, wie ich das hasse. Wieso kannst du die Dosen nicht zerlegen? Weil mein Zerlegungsding ins Kirchens voll ist. Ach, schön, ja. Ja. Aber ich kann Pflastersteine herstellen. Ja, super. Weiß nicht, ob das was bringt, aber... Ist doch auch mal was.
Schmerzmittel habe ich nur und Vitamine, aber leider kein Dings gefunden bis jetzt. Hätte mich auch gewundert. Ja, mich auch. Schräge, die möchte ich aber nicht haben. Medizinischer Vorrat. Was haben wir denn hier? Nix. Blutbeutel Nix. und Gärungsalkohol. Ja, sag ich doch. Nix, was mir helfen würde. Nee. Entschuldigung, wenn man das hört. Mich juckt's. Alles gut, alles gut. Ja. Ich brauche wieder Holz. Huch! So, das ist das. Holzi, Holzi, Holz. Sack damit. So. Verdammt mich. Und schon wieder geflucht. Hab ich nicht. War ich nicht. War der Weihnachtsmann. Mein Platz ist voll. Meine nicht. Schöne. Jo. Mega. Ein paar Steine noch mitnehmen unterwegs. Habe ich noch was zu fressen? Ja. Ich benutze diese Dinger zwar nicht gerne, aber irgendwas muss ich essen. Auch wenn es mir schwer fällt. Ha, Hilfe. Da, 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 Ah, da, hat er mich da. erschreckt. Ja, für mich auch nicht gerade. So nebenbei bemerkt. Entschuldigung. Ich hatte mit diesen Typen gerade nicht gerechnet. Der kam auf einmal urplötzlich einfach so aus der Tür raus. Ja, das kann ich, das habe ich gehört. Herzinfarkt. Du hast sie noch nicht mal gehört, gar nichts. Ja. Kein Fauchen, nichts. Auch. Vitamine und Kunststoff, denkst du? Vitamine und Mineralstoffe und Spurenelemente und Folsäure. Ja, nee, ich habe aber dafür eine Flasche mit Säure gefunden. Toll. Ah, die kannst du mir geben, damit hau ich mich dann um. Ich würde dir das sehr, sehr gerne geben, wenn ich in der Lage wäre, überhaupt was zu tragen. Armes du. Komm, das Papier brauchen wir nicht unbedingt, oder? Zumindest nicht im Moment. Nicht, dass ich wüsste. Oh, ist ja jemand müde. Ja, die Hitze macht mich fertig. Ja, mich nur dich machen, uns beide fertig. Die ist eklig, die Hitze. Ich glaube, wenn wir die Folge aufgenommen haben, muss ich echt hier mal die Fenster aufreißen. Vielleicht kommt ja ein bisschen frische Luft und etwas Abkühlung hier rein. Oder wenn wenigstens nur die Hitze vom PC nach draußen zieht. Ja, das wäre schon mal irgendwas, ne? Das würde mir schon gewaltig helfen, weil jetzt die Sonne wird langsam etwas orangefarbener, die geht also langsam unter. Da sollte es in der Sonne nicht mehr allzu knallerheiß sein jetzt. Ich hoffe es zumindest. Ich drück dir die Daumen. Bei uns ist es noch über 33, also noch 33 Grad. Trotz dass die Sonne. Ich habe Antibiotika gefunden. Na, ich komme sofort zu dir. Ich habe Antibiotika gefunden. Ich komme sofort zu dir. Ja. Ich habe aber keinen Platz mehr in meinem Inventar. Scheiße, 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 Ich bin ja auf scheiße. dem Weg. Ja, ja, Ganz ja, gut. ja. Ich bin ganz aufgeregt jetzt. Toll. Bist du hinter mir? Ich sehe dich. Ja, ich bin unter dir. Ich muss erst mal nach oben kommen. Alter, ich renne hier die ganze Zeit irgendwelche Dosen um. Ja, ich bin ja nicht den normalen Weg hier hochgelaufen. Oh, okay. Oh.
Ja, zeigt euch, bin ich den normalen Weg hier hochgelaufen. Ich will da rein. Ich will hier raus. Ach, shit. Muss repariert werden. Aus dem Weg. Ich hab's hier. Wo? Komm her, komm her, komm her. Wo, wo, wo? Da, guck mal, Antibiotika! Ja, ich werd bekloppt. Ah. Ja, geil, dankeschön. Ah. Dafür habe ich mein Leben geopfert. Ah, halber. Dann knutsch ich dich jetzt eine Runde. Ja, ich habe dafür die rote Farbe irgendwo hingeschmissen, aber egal. Brauchen wir eh nicht unbedingt. Du hättest es auch gar nicht aufheben müssen. Ich hätte es ja selber aufheben können. Ich hätte Angst gehabt, dass es despawnt irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Stimmt, ja. Bei dem Spiel weiß man nie. So, ich bin jetzt erstmal gesaved. Ah. Wuhu! Yay! Oh Mann, dieser einzelne Scheißbaum, der triggert mich die ganze Zeit. Der bei, wo du nicht abbauen kannst? Ja! Das ist voll scheiße! Tja. Das ist irgendwie der einzige Baum, den man nicht abbauen kann. Uff. Uff. Jetzt habe ich Durst. Ich hätte vielleicht das Trinken mal kochen sollen. Bla 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 bla. So, bevor ich jetzt aber in den Keller gehe, da ich nämlich bei euch ja noch nicht war, bringe ich jetzt erstmal Zeug in der Runde rüber. Obwohl, ich war hier unten in den Räumen auch noch nicht überall gewesen. Egal. Die Bude läuft mir ja nicht davon. Ein Haus, das wegläuft? Wäre doch mal was Neues. Wuhu. Trader Joel's is now closed. Joel's is now closed. Das ist schön, dass Snow close ist. Total. Achso, hier kann ich noch was zum Lernen. Ich habe auch Chitons gefunden. 6 Stück. Chitons? Ja. Oh, ich komme rechtzeitig nach Hause. So kann ich wenigstens diese Schrägen machen. Wenn ich schon sonst keine Schrägen machen kann. Was ich übrigens sehr scheiße finde. Dann sieht das Haus nämlich voll hässlich aus. Hast du noch was zum Essen? Nein. Dann haben wir ein Problem. Ich habe aber noch ein paar Dingens, die du grillen könntest. Also Fleisch, ne? Fleisch. Habe ich 11-mal. Ist 11-mal hier im Dings drin. Eine Kiste. Ah, ja, siehst du? Und Eier hätten wir auch noch. 6 Stück. Eier. Eier. Kannst du ein Lagerfeuer? Ich habe keine Zeit. Ich mache hier gerade das Dach. Wie soll ich das machen? Lagerfeuer? Juckt's. Dann kratz. Mann, versuche ich doch gerade. Boah, dieses Kupfer, ne? Das gibt mir so oft einen Piss. Was, Kupfer? Ja, diese ganzen Kupfersachen da. Ach, das Messing meinst du? Die, wo so genau. Ewig zum Abbauen, zum Zerlegen brauchen, oh, ja. Grauenhaft. Grauenhaft, der Scheiß, ja. Lieber Robert, wenn du da guckst, wie kann ich diese Schrägen machen? Ich kann diese Schrägen machen. Da musst, glaube ich, irgendwas lang gedrückt halten. Ich glaube, es war T oder sowas. Dann kommst du dann... Nee, auf R, da kann ich verschiedene Formen auswählen, aber die Form ist nicht dabei. Okay. Das ist mein Problem. Okay, ich habe gerade eine Metallader, glaube ich, die ich hier zersteppe.
mein Auge juckt. Ich sehe auch gerade nichts. Ich muss mal eben meine Fackel wieder hinknallen. Das ist Dingsen? Ah, Stein. Warte mal. Ah. Ah. Ist doch hin. Zumindest das untere Stück da, ja. Oh, Mann. Ich habe damit Haare im Auge. So, ich habe erstmal das Auto zerlegt, damit ich Platz für ein Dings habe, für ein Lagerfeuer, das ich nicht bauen kann. Weil mir noch mehr kleine Steine fehlen. Willst du mich verarschen? Noch mehr raus. Das ist so, das ist so. Ich glaube, ich weiß, wie ich das machen muss. Wo sind denn die da? Und dann so. Ach, ich hab deswegen. Ich hab schon gedacht, ich hätte Stein. Ich hab aber Kohle gefunden. Also, wir haben hier Eisenader, wir haben eine Kohleader. So. Und dann. Oh, wo war das? Was für welche war das, die da? Die müsste ich aber von unten nach oben. Oh Gott, ich sehe nichts. Wo ist der Eingang? Hier. Kann sein, dass ich das doch so hinkriege, wie ich das gerne hätte. Habe ich jetzt aber lange für rumprobiert. Wo geht's hier nach draußen? Ja, hier nicht. Da. Ja, ich hab's Auto weg. Deswegen siehst du nicht. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Hab doch gerade gesagt, ich habe das Auto weggemacht, damit ich da den Dings hinmachen kann. Ich will hier unser Lagerfeuer hinklatschen erstmal. Ich muss da hoch. Irgendwie. Das habe ich sogar. Warte mal, das habe ich doch alles gesehen. Moment. Da. Kann ich das irgendwo hinsetzen? Da. Sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Weil das als ganzer Block zählt. Oder ich müsste das anders. Jetzt müsstest du ein bisschen Licht haben. Habe ich auch. Ich habe eine Fackel hier oben angebracht. Ja, und ich habe hier Dings Feuer gemacht. Nee, nee. Feu. Ich bin ja auch doof, ne? Warum? Rein theoretisch könnte ich doch auch diese Schränke hier nutzen, um das Zeug reinzubringen, oder? Was für Schränke? Ja, die hier in der Küche sind. Ich verstehe, ich weiß gerade, sorry, aber ich bin so überhitzt, ich verstehe gerade gar nichts. Okay. Dreht sich nicht so hin, wie ich das will. Ich kotze. Ich will das Dach wieder. Ich will das Dach so haben, wie es ist. Hier funktioniert das komischerweise. Aber da oben nicht. Das ist voll blöd. Ich dachte, das würde gehen, wenn ich nur so einen Halbblock da hinsetze, aber es funktioniert auch nicht.
Oh, das ist echt ätzend. Diese Zwischendinger funktionieren nicht. Das klingt sehr nervig. Ja, das ist es auch. Die eine Reihe funktioniert super, die andere Reihe funktioniert nicht, weil dieser Block, den ich dafür, diesen schrägen Block, den ich dafür brauche, die falsche Hälfte, sag ich mal, in Anspruch nimmt. Toll. Gesicht fortgeschritten einfach. Konnte ich nicht irgendwie Wasser kochen? Also. Ja, das Wasser. Mit dem Lagerfeuer. Ja, ich bin gerade dabei. Ich habe nämlich 29 Mal Wasser. Also dreckiges Wasser. Holzrahmen schräge? Oder ist das das hier und ich muss das bloß anders da drehen? Es gibt auch einen Gipsverband, das ist ja mal cool. Ich hab's! Huh! Ich hab den richtigen! Das ist gut. Oh, Alter, das hat aber lange gebraucht jetzt. Ach, scheiße. Was machst du denn kaputt jetzt? Warte, ich mach's wieder heil. Was machst du denn? Ich wollte eigentlich andersrum. Ich wollte dingsen. Mein schönes Haus, Mann. Weißt du, gerade eben kriege ich das so hin, dass das so aussieht wie ich. Was macht sie? Salome macht unten den Grundstein kaputt und das ganze Haus fällt zusammen. Nein, ich wollte eigentlich das hier machen. Ich sehe es leider nicht. Ich tut ja, mir Boden leid. Fertig machen. Ach so. Jetzt baue ich das. Weil, hier. Damit ich auch ein paar Punkte krieg. Sehr schön. Außerdem habe ich Holz. Das Dach ist noch nicht ganz. Kann ich hier hochklettern? Mhm. Nein, kann ich nicht. Oh, das ist nicht gut. Da oben ist ein Stück, das fehlt. Nein! Hast du Stoff? Ah, oh, scheiße. Ich muss mal da irgendwie hin. Brauche ich Stofffetzen? Stofffetzen müsste ich, glaube ich, ein paar einstecken haben, glaube ich. Ja, und ich brauche auch Tierfett, also kann ich es schon mal vergessen. Ha, jetzt aber. Vorsicht, ich möchte hier nicht runterfallen. Dann habe ich nämlich das nächste Bein gebrochen. Und das wäre nicht so prickelnd. Nope. So. Geil. Muss ich das nur noch mit Holz zerkleistern. Oh, shit, ich hab da... Och, nö. Was denn? Komm mal her. Warte. Wo bist denn du oben, ne? Draußen. Neben dem Haus draußen, hier, ja. Oh, guck mal, was ich da oben vergessen habe, mit runterzunehmen. Oh, deine Fackel ist da noch draußen. Das habe ich gemeint. Guck, ich mache gerade hier das Holz, die Holzverkleidung gerade dran. Ah, okay. Guck mal, das Dach ist wieder heile. Geil. Oh, und ich friere mir gerade draußen den Arsch ab. Ich auch. Oh, sieht aber geil aus. Dann? Ja, nach langem Rumprobieren endlich die und halben Verzweifeln. Und halben Verzweifeln, ne? Ja, puh. Ja, du musst,
damit du da die richtigen Dinger und Positionen kriegst, musst du mit diesem erweiterten, da kommt ein Zombie von hinten, musst du mit diesen erweiterten Holzrahmen-Dinger arbeiten. Dann kriegst du die richtigen Positionen raus. Oh, ist das anstrengend. Ja, ich merk's. Ich geh wieder rein, mir ist kalt. Wie viel Holz habe ich denn noch? Genug? Kann ich denn von hier... Ah ne, ich glaube, ich muss dann später nochmal aufs Dach. Ich sehe nichts mehr. Kannst du mir vielleicht etwas leuchten? Oder so? Oder kann ich eine Fackel? Oder habe ich genug Zeug, um Fackel zu machen? Ich kann Fackel machen, passt schon. Ich kann ein paar Fackeln machen. Dann mach mal Fackeln und Fackeln nicht lange. Oh, ich habe übrigens noch einen gefütterten Brustpanzer. Ich habe einen Brustpanzer, glaube ich, an. Schon. Ah, okay. Na dann. Aber ich habe Benzin und Kohle. Wo ist er? Ach, da. Was? Benzin und Kohle. Ja. Benzin? Und Kohle. Du kannst dann mein Dach anpinseln. Yay! Dazu brauchen wir erst Farbe und einen Pinsel. Ja. Ich brauche einen Baum. Musst du so dringend? Ja, ich muss ganz dringend. Wo sind denn die Holzrahmen? Achso, hier stimmt. Die sind ja noch gedingst hier. Ich muss die ja erstmal wieder umdingsen. Das Wolf! Sieh zu, das Land gewinnt. Wird der schneller als ich? Hat er dich schon gesehen? Natürlich. Blöd, ne? Aber er ist eher tot als ich. Oh, super. Immerhin. Was Gutes hingesetzt hier. Hat mich gerade geheilt gehabt. Ich war gerade heile gewesen, ja? Ah, jetzt haben wir hier oben endlich einen Boden. Bein, ey. Da hast du dich schon wieder verletzt? Ja, ich habe ein gebrochenes Bein jetzt. Ah. Geil. Nee, Schürfwunde. Doch ein gebrochenes Bein. Habe ich beides, okay. Ohne leichte Infektion. Ach, schön. Ich habe noch ein Antibiotika. Diese scheiß Viecher, weißt du, beißen einmal zu, zack. Hast du schon die Krätze, weißt du? Ja. Grauenhaft, ey. So. Dabei wollte ich doch nur diesen Baum hier fällen. Ach shit, jetzt habe ich da draußen das Dach rausgenommen. Nein! Scheißendreck. Jetzt muss ich das nochmal neu hinsetzen. Ich wollte doch nur diesen Baum fällen, mehr wollte ich doch gar nicht. Jetzt fehlt wieder ein Stück im Dach. Und ich habe schon wieder Hunger. So, was für ein Dingens war das jetzt nochmal? Das, ja, stimmt. Das war das. Ist das schon richtig? Oh, das ist sogar schon richtig rum. Oh Gott sei Dank. Ah, so. Halt, Moment, da müsste ich vorher noch. Ich werde hier zum Häuslebauer hier. Ja, schaffe. Was ist jetzt? Ein Bär. Ach du Scheiße. Der kommt auf mich zu. Ich bin so tot. Scheiße. Nee, der ist am Haus. Der macht am Haus rum. Und jetzt kommt er auf mich zu. Wo ist er denn? Am Haus. Denn? Am ich Haus. Am Haus. Voll. Ich sehe dich trotzdem nicht. Der ist an der... Am Haus. Am Haus. Hintereingang. Hintereingang. Mach die Tür wieder zu. Ich komm nicht rein, ich bin draußen. Alter, ich mach hier gerade die Tür auf, zack, steht da. Ich bin draußen und ich hab gebrochenes Bein. Ich werde so tot sein. Aua. Oh Scheiße, der ist ins Haus reingekommen. Ich hab's gesehen und ich kann dir nicht helfen, weil ich nicht reinrennen kann. Au. Schön. Tot? Ja. Der macht sich jetzt im Haus, tut er sich jetzt gütlich. Wie kommt denn dieses fette Ding bitte durch diese kleine Tür? Noch nicht mal ich komme da durch, ohne mich irgendwo anzuschlagen.
Oh, guck dich nicht so oft um. Geh hin und mach. Komm schon. Salome braucht Hilfe. Komm her, du Kackvieh. Ja, ist ja schön. Alter, ich hab dreimal... dem, den Speer durch den Kopf gejagt und das Viech lebt immer noch. Ja. Lebt er noch? Ja, ja. Moment. Alter, was der einsteckt. Ja, das hast du gut gemacht, Junge. Alter, was der wegsteckt. Jo. Ich bin am Pfeil los jetzt mal. Unfassbar. Geh nicht so nah ran. Der haut dich durch die Tür. Jetzt ist er weg. Gott sei Dank. Dieses Scheißvieh, Alter. Alter Schwede. Aber durch den Bär habe ich meine Strafpunkte wieder abgebaut. Ich habe wieder welche. Ach, ich heb mal deine Pfeile mit auf. Ja, bitte. Bevor sie weg sind. Alter. Dieses Kackviech. Moment, deine Muni. Ich habe hier auch noch Eisenpfeile. Ja, ich habe Eisenpfeile geschossen auf das Scheißvieh. Ich habe auch noch Pfeilspitzen. Ich habe sogar ein bisschen Muni. Pfeilspitzen habe ich glaube ich gar nicht gebraucht für irgendwas, oder? Ja, doch für Pfeile zu machen, für Eisenpfeile. Echt? Echt? Ja. Hm. So, was habe ich denn jetzt hier? Tiefe Schnittwunde. Ah, ich muss mich wieder nähen. Alles klar. Ich bin zum Glück jetzt geheilt, mehr oder weniger von allem. Ich bin froh, dass ich keine Infektion schon wieder habe. So wie mich das Viech vermöbelt hat. Ja. Das war aber weißt du, macht dich langsamer. Ach ja, gut. Ich hab erst gedacht gehabt, oh Gott, das ist ein Fels, weißt du. Habe erst dabei gedacht, wollte hinlaufen, aber ja, bewegt sich dieser scheiß Fels auf einmal. So wie bei mir vorhin, wo ich dachte, oh scheiße, das ist ein Bär, dabei war es nur ein Fels, weißt du? Ja, bei mir war es halt kein Fels, es war halt ein Bär. Brauchst du noch Antibiotika? Nein, ich bin komplett gesund wieder. Gut, weil du gestorben bist wahrscheinlich. Ja. Ne? Gut, da haben wir eine auf Reserve. Ja, Gott sei Dank. Ich könnte hier ein kleines Medizinschränkchen gebrauchen. Wo packe ich das denn mal rein? Und das Waschbecken. Ich hab doch da noch... Ich habe dich vorhin gefragt, wir könnten doch eigentlich die Schränke hier nehmen, die hier sind. Ja, natürlich. Aber da warst du mit gedanklich ganz woanders. Yep, da war ich total konzentriert. Ich habe hier das linke Waschbecken, da habe ich jetzt mal da das Medizinzeug rein, ne? Das Problem ist, du hast das zwar hier so schön aufgebaut, aber ich komme jetzt nicht an den hinteren. Hä? Was willst du? Wo? Was? Ich komme. Wo bist du denn? Hier oben. An den, der jetzt hier hinten dran ist, komme ich nicht mehr. Dann macht man das eben von außen. Ja, geht auch nicht, das hast du auch zugebaut. Meinst du den da hinten oder den da? Der hinter diesem Ding hier. Da hinter dem direkt, ja. Und hier hinten dran sind auch noch welche, da kam ich jetzt auch nicht dran. So, ja. Zufrieden. Ja. Eigentlich ist das Haus zusammengekracht wegen irgendwas, weil da was fehlt. Ja, ich weiß. Ich habe schon wieder kein Holz mehr. Gib mir mal das Holz, ich muss noch Strafpunkte abbauen. Moment. Ich brauche normalerweise noch Erfahrungspunkte. Ja, ich muss aber erst meine Strafpunkte abbauen. Ich habe nur noch 9 Stück. Ich brauche nur noch irgendwie 1 oder 2 Holzrahmenblöcke. Ja. Wir brauchen dringend eine bessere... Dingens. Ich pflanze mal Bäume. Ich habe nämlich Samen noch in der Truhe drin. Ich habe einen fucking Strafpunkt noch. Und habe kein Holz mehr. Ein fucking Strafpunkt. Das
sag ja, ich habe noch, ich habe hier noch ein. Hier sind übrigens noch zwei Pläne, drei Pläne, die du lernen kannst noch in der Kiste, die hier bei dem Sofa ist. Die Kiste, die beim Sofa ist, unten oder was? Ja, unten neben dem Kamin ist eine Kiste. Ich habe sie sogar extra aufgesperrt. Ah, okay. Ach du Scheiße. Da, Alter, da ist ja Holz drin. Da ist ein Wolf. Ich habe heute echt kein Glück. Da ist ja heute, ne? Da ist echt der Teufel los. Oh Gott. Ich krieg in meinem halben Herz einen Fakt hier. Was haben wir denn noch Schönes? Was zum Draufknüppeln? Ach, da haben wir noch was zum Lernen. Ich esse jetzt hier ein paar Glassplitter. Nein, ich habe doch im Feuer ist doch was drin. Das war auch nur ein Witz. Das war auch nur ein Witz. Im Übrigen hast du jetzt... wir haben 36 Minuten. Ja, erstens das und zweitens hast du zwei neue Möglichkeiten, schneller dein Zeug einzulagern, falls du das noch nicht gesehen hast. Nein. Oben, ich zeig dir das in der nächsten Folge, warte erst. Oh. Willst du jetzt noch eine Folge machen oder ist es dir noch zu viel? Ich glaube, ich mache da jetzt erstmal die Fenster auf, weil die Sonne ist gerade weg. Ich glaube, es kommen ein paar Wolken. Da reiße ich jetzt mal die Fenster auf, vielleicht bringt es was. Dann würde ich sagen... Sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.